Bevor ihr euch jetzt gleich dieses Let's Play anschauen könnt, hier nochmal ein kleiner, kurzer Disclaimer. Es kann sehr gut sein, dass in diesem Let's Play an der ein oder anderen frustrierenden Stelle Schimpfworte fallen. Und ja, teilweise wird es bestimmt dann auch manchmal unter der Gürtellinie landen. Aber ich möchte auf jeden Fall, dass ihr im Hinterkopf behaltet, alles, was gesagt wird, wenn was gesagt wird, ist auf jeden Fall nicht ernst zu nehmen. Das war einfach in dem Moment dann eine Frustsituation und dem Frust habe ich dann einfach freien Lauf gelassen. Und als dieses am besten auch einfach abstempeln, nicht zu ernst nehmen und ja, einfach mit mir mitfiebern und auf das Beste hoffen. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Warum geht From Software hin und packt da einen Bogenschützen hin und direkt dahinter dieses hässliche Bastardkind, Alter? Warum? Willst doch nur verstehen. Willst doch einfach nur verstehen, warum tut man das, Mann? Dann macht doch den verfickten Bogenschützen ein bisschen weiter nach vorne, ey. Ich kann mit dem Schild nicht parryen. Lol, okay. Ja nicht so leicht machen, ja. Trotzdem, Eddie. Putti, Baby, was geht ab? Guck mal, Alter. Er geht aber auch instant dahin, damit du schön in die Falle tappst, ne? Dummes Spastikind, Alter. Outplayed, bitch. Ja, warum bin ich jetzt hier hingegangen? Oh.
kurz ins Verzweifeln gebracht. Hühnlich. Hühnlich original, Mann. Okay, also. Ich fasse zusammen, hier sind wir nur für irgendein komisches Scheiß-Item gegangen. Danke dafür. Das Item war es noch nicht mal wert, sich diesen Hustle hier zu machen. Ja. Aber müssen wir jetzt nicht hier unten hin? Verstehe ich nicht. Dass du das nicht verstehst, Eddie, ist mir klar. Ihr Lappenkinder. Da war da ja der Johnny. Genau, jetzt mussten wir hier hin. Ja. Die bin ich jetzt mal gespannt auf die Boys. Ich glaube, die haben es faustdick hinter den Ohren. Hi, alles klar? Etwas hier? Hi, alles klar? Etwas hier? Ey, 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 beruhig dich doch. Der einmal in seinem Modus ist, Alter. Er knüppelt sich einfach eiskalt weg, Alter. Er so, wer bist du eigentlich? Kann ich aber auch. Ihr Misset. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, warum nicht noch mehr Wege? Warum nicht direkt noch 7 Milliarden Verzweigungen? Hi, was geht? Ich habe dich doch schon mal gesehen. Ja, beruhig dich. Das war knapp, Kollege. Das war sauknapp? Finde ich nicht okay von dir. Oh ja, Leute. Entweder muss ich der Alten den Ring geben oder die ist jetzt hier der nächste Boss.
Na, das ist Boss-Areal. Ach nö. Ja, das ist Boss-Areal. Hi, alles klar? Ich komme übrigens von DHL. Ich habe ein wichtiges Paket. Das soll ich hier abgeben. Ich meine natürlich... Oh nein, wie schlimm. 23? Sicher, Eddie? Was ist dein Boss? Ja, okay, alles klar, Mifu. Noch auffälliger geht's nicht. Guten Tag. Ich habe ein Paket. Alleine schon, weil hier 8 Milliarden Blutflecken rum. Aber warte mal. Ey. Hi. Okay, dann ist hier anscheinend später ein Bonfire. Weil ja hier gerade der Typ aufgestanden ist. Ich habe noch eine Estus Flask. Schönen guten Tag. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Und dann kann ich einfach gehen jetzt, oder? This farewell gift is for you. Abschied. It is the insignia of an old covenant. Okay. Abschied. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart. And the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Der blaue Pfad. Ah, ist ein Eid. Unkindled one, head to the high wall's base. Go through the great gate and raise this banner, but beware. The dog, the vile watchdog. Oh Mann, aber das ist doch Bossareal. Strange. Na, ihr zwei? Ach, ihr seid's. Ja, dann komm mal her. Was hat er denn bitte für eine Range, Alter? Ja, ja, dann melden wir uns. Du nimmst doch dein Schild, okay. Kannst du die Alte nicht einfach töten? Kann man auf jeden Fall. Areal schreibt man aber anders, Mifu. Okay, das ist aber Boss-Areal. Da bricht doch jetzt der Boden weg. Weiß ich doch ganz genau.
Okay, gut. Wusste ich natürlich, dass da nichts passiert. In Dark Souls gibt es keine Bosse. Ja, stimmt. Das ist diese Wachbestie da, ne? Ja, ich wusste es. Bevor ich jetzt wieder dahin gehe, da war ja nichts, ne? Genau, wir sind da unten lang gegangen, ja.
Caesar, öffne dich. Ich präsentiere dir meine Mittelfinger. Da macht der Junge alles Second Try, ja. Keine Ahnung, Endposter finde ich nicht so schwierig wie die normalen Lullipullis hier, ja. Warte mal, wie viele Seelen haben wir denn? 5000? Ratet mal, wer jetzt auf Reisen geht. Auf jeden Fall direkt mal wieder ein bisschen leveln. Als dieser komische Köter da gechillt hat und so eine komische Dingens gemacht hat, dachte ich mir so, ah, alles klar, da kommt ein Aufladungsschuss. Und danach konnte ich dem einfach, musste ich nur warten, bis die Stamina aufgefüllt war. Und dann habe ich einfach ihm ein bisschen in den Arsch versucht. Welcome home, Ashen. Speak that. Very well. Then touch the take nourishment from. Auf jeden Fall. Warte mal, bei Belastung liegen noch nur Dingens, ne? Dann konnte ich schwerere Sachen tragen. Genau, und glaube ich, die Verteidigung hat zugenommen. Ich konnte mehr Hit. War doch so, ne? Dass ich gegen Schläge besser verteidigt war. Das ist jetzt auch meine Boss hier. Ja, ich weiß. Aber braucht man die nicht? Oder sollte man sich nicht die aufsparen, um damit bestimmte Waffen freizuschalten? Beziehungsweise bestimmte Fähigkeiten. Ah, getrocknete Finger. Lecker. Turmschlüssel. Ashen One. Kann man ja oder sich Seelen davon. Ja, dass man davon Seelen sich gönnen kann. Apropos Seelen gönnen. Bin ich denn bescheuert? Ich glaube, das gibt nicht so viel, ne? Nee, passt schon. Nee, ich heb mir sowas lieber für Dingens auf. Für Waffen. Sehen kannst du ja auch so einfach farmen. Deswegen. Macht er automatisch. Gebiet 2. Ja. Dies hier ist mein Land. Seht mein Banner! Kommt jetzt wieder so ein Vogel, der mich abholt oder so? Oh! Auch nicht die Viecher schon wieder. Oh, was habe ich keinen Bock, gegen diese Viecher zu kämpfen später.
Ja, guck mal, Alter, die Köter kommen wir direkt angelaufen, ne? Zurück. Ihr Lappen. Ziemlich großen Knüppel, der Typ. Ich gehe erstmal in die Richtung. Einfach um zu checken, ob es da auch lang geht. Köderschädel. Please grant me death. Undo my shackles. Ich verweise ihn, dass du den größeren hast. Alles klar, mach ich gleich. Okay, hier ist auf jeden Fall einer bei, der getötet werden will. Homeward Bone. Aber hier geht's sonst auch nicht weiter, ne? Ja, moin, Alter, schon wieder ein Drache, ey. Ich kurz ins Essen. Das sind so geil. Hi. Oh. Es geht. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Njol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Naja, du siehst jetzt nicht so aus, als würdest du mir krass helfen können, aber... Oh, I am honored, truly. I should be dead, yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Ich finde, das wäre schon gebührend, ne? Wenn du mich so behandeln würdest. Du hast aber ein tolles Fleischermeister. Soll ich dir mal mein Schwert zeigen? Du hast nicht geantwortet. Das war dein Problem. Ja.
dachte eventuell, wenn ich auf Blocken drücke und dann nach vorne schlage, dass dann... Guck mal, das Gute ist, ich kann die ganze Zeit quasi hier mit dem Block rumlaufen. Das kostet mich null Stamina. Haha, voll gut. Aber so ein bisschen lame. Bist du denn, Alter? Bist du ein Baum oder was? Doch so ein Vieh, was mit Titanit geben wird. Also von der Atmosphäre her könnte das auch locker ein Dingend sein. Ein Bloodborne-Titel hier. Wow, 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 beruhig dich. Welcher Heslon anstatt haben sie den denn entlassen? Naja, wir kommen gleich zu euch Asthmatikern. Eine Partie Prügel bestellt. Schönen guten Tag. Ich habe gehört, Sie wollen Prügel. Oh, Reparaturpulver. Das ist gut. Das macht eigentlich mein anderes Schwert. Ah, okay, das kann, glaube ich, nicht kaputt gehen. Auch von denselben Entwicklern. Ja, ist mir schon klar, Mifu. Ich weiß, dass FromSoft auch Bloodborne gemacht hat. Ich sag nur, von dieser ganzen Atmosphäre her ist es für mich gerade so eine Mischung aus den normalen Dark Souls-Dingern und Bloodborne. Haben wir hier eine Beerdigung oder so? Oder... Seht ihr jetzt einen Baum an oder was? Was ist los mit euch? Okay, ich glaube, der Typ da ganz vorne scheint wohl der Anführer jetzt zu sein, wa? Kann ich mal hier einen Ausweis sehen? Ist so schlimm mit euch, was ist denn mit euch? Ah!
Schacht, Johnny. Was, willst du mir jetzt die Bibel vorlesen? Oh, süß. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte nicht umarmt werden. Danke. Ja, sorry, das ist die Quittung. Dass ich mich von ihr halt voll umarmen lasse. Dann nehme ich mal ganz dicht in dem Schädel. Ja, komm, du brauchst nicht mehr beten. Ist vorbei. Ich hab euch erlöst. Es du Scherbe, oh, la 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 la. Es du Scherbe, da la la la. Komm mal von hinten. Brandbombe, ja, die hab ich auch, wenn ich scheißen gehe immer. Hi, ich komm gleich wieder. Okay, geht halt nicht schnell genug, wa? Der war schuld, ja. Oh, kann ich hier reinkacken? Gemütlich hier drin. Ah, da geht's ab in den Pornokeller. Sorry, aber das war irgendwo klar, dass das hier jetzt nicht einfach ein Item ist, was in der Gegend rumchillt, sondern dass da was passieren wird. Gegnertechnisch, das war jetzt ehrlich gesagt schon klar. Ich guck viel zu wenig nach geheimen Türen. Habe ich den Eindruck. Okay, warte. Nee, warte mal, das andere war ja nur die Brücke, ne? Schlag doch jetzt nicht gegen jedes Ding, wenn sich einer bewegt, dann guckt sich jedes. Süß. Was ist mit dir nicht in Ordnung?
Item, Item, zeig dein Gesicht. Ansonsten... Ah, guck mal, schon wieder. Ein fetter Priester. Ja, nicht so schwer atmen. Ich bin doch da. Scheiße. Ah, das ist ein scheiß Magier. Der wirft Beyblades. Nice. Na warte mal, dann helfe ich dir doch mal. Ich habe nämlich so eine kleine Vermutung. Ihr habt da so ungefähr müde. Ach, die Pullis kamen von oben vorhin. Alles klar. Jack. Wie wär's, wenn sie jemand anders anzünden als mich? Das ist schuld. Ich bin doch kein fucking Barbecue. Das Schwert ist ein bisschen zu hoch für mich, kleiner Mann. Hat doch nichts gedroppt mehr am Ende. Hä? Komm mal ab, ey. Okay, ich habe aber doch anders gedacht. Ja, komm, jetzt egal. Jetzt gehen wir erstmal hier lang.
Falsch gedacht, Bini. Und moin. Es geht. Was ist mit dem Bombenwerfen? Ich meinte den Gegner. Ach so. Die haben alle Kopfschmerzen hier. Wir gehen erstmal nach links, würde ich sagen. Hm, Köter. Einer mit dem Hammer. Okay. Guten Tag, hast du Bock, auf sie zu gehen? Erstmal das Item einsammeln. Was ist mit dir? Komm, wir prügeln uns auf offener Straße. Dein Hammer gegen mein Schwert. Ja, komm, ich bin hier. Genau, so ist brav. Ein kurzer Kampf. Was, gar eine Fat Rule? Entschuldigen Sie bitte. Habe ich Sie gerufen? Ich denke nicht. Ja, auf zu kleppen, komm. Item hat sich ein Item versteckt. Nee. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Ja, warum mach ich mir den Hassel, da hinzukommen? Okay. Dann gehen wir jetzt hier mal unseren Töpferkurs besuchen. Ich denke nicht. Okay. Ich gehe erstmal zu euch. Okay, wir können sofort anfangen zu spielen, Jungs. Na komm. Der kleine Balken, den du mir abgezogen hast, den nehme ich dir übel. Dead in ein paar Sekunden. Ist das jetzt ein Spoiler, Mifu? Ja, das ist brav. Schön über die Brücke. Ja. Hey, hallo. Hörst du mal auf deinen Kopf zu werfen? Ja, moin, Alter. Bist du mal Metzgermeister oder was? Hast du umgeschult? Kann ich mal bitte dein Zertifikat sehen? Ja.
kann jetzt aber auch nichts machen. Ich hab den Gegner gerade aufgesammelt. Ey, ey, ich bin hier. Hallo, hinter dir. Umdrehen. Falsche Richtung. Hallo. Entschuldigung. Hätten Sie eventuell etwas dagegen, hier hinzukommen? Ah, ich sehe schon, ja. Schneller als du. Ich doch nichts dafür, wenn du so langsam bist. So, ich denke, es wird mal wieder Zeit für ein Bonfire. Das wäre sehr angenehm. Ich komme sofort zu dir zurück. Okay. Okay. Da kann ich nicht zufällig rein, ne? Ich denke nicht. Leise. Ich habe keine Ahnung, dass ich hier bin. Kann ich mir das Rätsel nicht klauen? Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Ey Jungs, ich habe nur noch ein Fitzchen an Balken. Was soll denn das? So haben wir nicht gewettet. Gehört jetzt euer Item mir. Tja, Mifu. Hast du die Boys wohl falsch trainiert, wa? Schön in der Ecke bleiben. Ohne Worte. Ja, das hört mich öfter. Nee, kommt noch. Alles klar, ciao. Können Freunde sein. Wenn du jetzt aufschließt, haben wir ein Problem. Wenn du mich jetzt haust und ich hier sterbe, ne? Bin ich der einzige Trottel, der hier gestorben ist. Ich hoffe, das ist dir klar. Du bist ein Händler, ne? Ah, netter Dude. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You, here, in this land of hollows. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion. Then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others, you're fool enough to play, then go on. Netter Zeitgenosse auf jeden Fall. Immer dieses lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Und wie findest du es jetzt? Und wie findest du es bis jetzt? Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Und die Tür. Hä? Weil du die Tür öffnest? Ja. Achso. Okay.
Ihr habt ja schon gesagt, ich bin nach der Tür tot. Ich weiß nicht, vielleicht meinen wir auch eine andere Tür. Ja. Ciao. Hey, der Zwiebelritter, was geht? Will der mich hauen? Are you friendly? Ah, ich glaube schon. Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up, and that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. This lift only with a little warming up. Eventually... No. I've got to use my head and think. This lift only goes down. With a little warp, I... Alles klar. Dann schauen wir uns den Bums mal an. Ich habe übrigens mein Handy oben vergessen. Ich sollte eventuell nochmal zurückgehen. Ey, beweg dich doch nicht. Bist du derselbe wie der Boss gerade, nur in klein? Ei. Ey, warte, ey. Mach doch nicht diesen. Hörst du jetzt mal auf? Das war voll unfair. Hat jeder gesehen.